Yo, Batteries, was geht ab? Hier ist Danergy. I'm Danergy, got a lot of energy. Jeder von uns kennt Drake. Wenn ihr heutzutage einfach nicht lebt, dann wisst ihr immer nicht Bescheid, was einfach der hier bedeutet. Wusstet ihr eigentlich, dass Drake 10 Jahre vor Release von Hardline Bling schon diesen Move drauf hatte? Ihr nicht, aber ich schon. Drake war früher eigentlich ein Schauspieler. Er hat also nicht von Anfang an gerappt, sondern war erstmal bekannt als Schauspieler in der Show Degrassi, The Next Generation. Und da war Drake noch 15 Jahre alt. Degrassi war so eine Sendung, wo Schüler einfach zur Schule gingen und einfach Probleme drauf kamen und richtig schlimme Probleme, aber auch gute Freundschaften entstanden sind. Und in dieser Highschool war zum Beispiel Drake auch ein Protagonist. Drake spielte in dieser Serie Jimmy Brooks. Und zwar ging es um die Szene, wo er so ein kleines Problem mit einem Nerd hatte, der auf einmal eine Waffe in der Hand hatte. Anscheinend hatten die alle ihn gemobbt und Drake hat eigentlich für ihn gestimmt, aber anscheinend kam es so rüber, dass diese Typen, die gemobbt haben, Drake sozusagen als den Schuldigen dargestellt haben. Und so war der Nerd übertrieben sauer auf Drake und hat einfach mal seine fucking Waffe gezogen und auf ihn gezeigt und Drake hat einfach den übelsten Move rausgehauen. Und so ist auch, glaube ich, dieses Lied entstanden. Drake, du dirty motherfucker. Drake hat schon viele Sachen durchgenommen. Ja. Nicht nur Rap oder Schauspiel hat er drauf, sondern auch Synchronsprechen. Er ist einfach bei Ice Age 4 dabei, also als Synchronsprecher. Drake synchronisierte sozusagen Ethan. Das krasse ist, als ich mir die Szene angeguckt habe, habe ich es übertrieben nicht ernst genommen. Nicht wegen Drake, sondern wegen dieser Person. Is that weirdo who chills with possum? Habt ihr erkannt, wer das ist? Ich werde es jetzt nicht sagen. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das passt so gar nicht. Und nicht nur diese eine Person ist dabei, die ihr jetzt erraten sollt, sondern Jennifer Lopez war auch dabei. Ich finde, unsere deutschen Synchronsprecher sind eigentlich heftig, aber die in Amerika sind echt krass. Das ist einfach mal Drake und Jennifer Lopez und so. Bei uns ist es so Horst Dieter Klaus. Was hat Two Broke Girls Star Kate Dennings mit Drake zu tun? Und zwar hatte Drake schon ein Date mit ihr. Und es ging auch eine Weile rum, dass sie was hatten. Aber Kate Dennings sagte so, nein und so, das war nur ein auf den Chiller. Das Ding ist aber, das Date war richtig komisch, weil Drake überall so richtig viel Security um sich hatte und das überhaupt kein richtiges Drake, kein richtiges Date. Und daran gibt es eine positive Sache und eine negative Sache. Und zwar hat einfach Max, also Max von Two Broke Girls, 50.000 Follower einfach mal dazu bekommen, weil sie einfach mit Drake unterwegs war oder halt so ein Sushi-Date hatte oder so. 50.000 fucking shit. Ich werde eine Frau sein, yo. Okay, nicht wirklich. Jetzt kommen wir zu einem Punkt und zwar hat Drake mal im Rollstuhl einfach mal gerappt. Es geht wieder um die Serie Degrassi, wo Drake mitgespielt hat. Und zwar gab es da so eine Castingshow und ich weiß nicht wirklich, ich hab's nicht rausgekriegt, warum er im Rollstuhl war, aber es kann sein, wegen dem Papa, Papa. Auf jeden Fall war er im Rollstuhl. Da wurde halt Jimmy Brooks, Drake, auf die Bühne gelaschen, und fing dann übertrieben an zu rappen. Ich feiere die Szene übertrieben, weil auch ein paar Leute darauf aufmerksam geworden sind und einfach Drake schon als diesen Künstler gesehen haben. Der ist ein Young Motherfucker. So, jetzt haben wir noch 15 Sekunden, jetzt machen wir Fast Facts. Das heißt, in 15 Sekunden mache ich richtig viele Fakten über Drake. Let's go! Kennt ihr noch Nerd von Pharrell, also die frühere Band von denen? Das war zum Beispiel Drakes Lieblingsband. Drake hat ein Tattoo von Ali auf seinem Rücken. Er hat sich ein Ziel vorgenommen und zwar mit 25 Millionen zu machen. Leute, glaubt ihr, er hat es geschafft? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Kommentiert mal mit den Sachen, die ich euch in dem Video gefragt habe, ganze Zeit. Oh ja, du hast nicht aufgepasst, Bruder. Und wenn du nicht weißt, was du kommentieren sollst, dann kommentiert doch mal, über wen ich das nächste Mal auch sowas machen soll. Irgendeinen musikalischen Künstler oder irgendeinen coolen Künstler, den ihr feiert. Schreibt es einfach rein. Peace, ja.